Aber ich glaube nicht, dass die wollen, dass wir da mit der Flex rangehen. Ihr seht es hier, der ganze Scheiß wächst alles wieder fest. Scheiße, ich krieg das Grinsen nicht raus aus dem Gesicht, wirklich. So, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mit dem Auto unterwegs, eigentlich einen Anhänger holen. Ich will aber jetzt erstmal an der Fläche vorbeigucken, die wir im letzten Vlog mit der Rollhacke bearbeitet haben. Wo ich gesagt habe, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht, was ich hier mache. Abstand, sagt er mir, hier ist kein Auto vor mir. Genau, es hat nämlich jetzt übers Wochenende 27 mm geregnet und ich blende hier mal kurz ein, so sah das Feld aus, nachdem ich da mit 2 km/h mit der Rollhacke rübergefahren bin. Also ihr seht, der Boden war locker, das Kraut lag da und jetzt will ich da halt hinfahren, weil ich vermute oder ja, denke, dass das durch den ganzen Regen wahrscheinlich einfach wieder alles anwächst. Genau, einen Anhänger wollen wir holen, weil wir Pflanzkartoffeln holen wollen, aber dazu nachher mehr. So, und zwar ist das hier die Fläche. Da konntet ihr gerade noch den Part sehen, den ich im letzten Video auch gesagt habe, wo es blöd war, wo wir zu viel rausgerissen haben. So, wo halten wir jetzt hier am besten an? Hier wird das passen. Leute. Manchmal bin ich echt genervt von mir selber. Ich weiß nicht, ihr habt es gesehen, ich hatte das Mikro an Anschnallgurt gemacht und ja. Bin hier gerade schon einmal mit euch lang gegangen. Kann das jetzt alles nur noch mal wiederholen. Ihr seht es hier. Der ganze Scheiß wächst alles wieder fest. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Wer hier 2 Tage später mit dem Striegel, also hätte es nicht geregnet und ich hätte heute mit dem Striegel durchfahren können, dann hätten wir das richtig gut sauber kriegen können. Hier könnt ihr meine ganzen Fußspuren sehen. Aber ne, hätte Fahrradkette, passt nicht immer so, wie man es will. Aber wie im letzten Vlog hatte ich ja auch schon gesagt, dass der Grund, weswegen ich das gemacht habe, ist belüften und vielleicht etwas früher die Befahrbarkeit wiederherstellen. So, hier in der Fahrspur hält der Dinkel auch gut. Das sieht ja immer ein bisschen übler aus, wenn man so rüber guckt, aber ja, sollte man sich nicht täuschen lassen. An den Kupplung habe ich gerade auch schon rangebaut. Könnt ihr hier so ein bisschen den Cut sehen. Das ist ganz cool, ich habe so eine ranklappbare oder so eine ranklickbare Anhängerkupplung. Deswegen, ja, wir fahren los und holen mal den Autoanhänger. So, Freunde der Sonne, das war jetzt Kommunikationsfehler. Den Anhänger konnte ich noch nicht holen. Der Herr brauchte den heute Nachmittag noch zum Heufahren. Wir holen den morgen. Naja gut, ihr hört die Musik schon im Hintergrund. Ich will mich noch schnell bedanken für den letzten unglaublich geilen Support auf den letzten Videos. Und auch nur wegen euch ist sowas möglich, was ich euch hier jetzt zeige. Wir haben eine neue Maschine, beziehungsweise ist es nicht unsere, sondern als Vorführer das ganze Jahr. Viel Spaß bei der kleinen Vorstellung. Da steht das gute Stück. Michael,
macht sich wieder auf den Weg, der bringt die anderen Hacken weg. Die waren jetzt nicht für uns noch mit. Das sind Rübenhacken. Die Ventera 2K. Das ist die Hacke, die wir dieses Jahr testen dürfen. Ich habe die ja schon einmal testen dürfen, und zwar auf den Arma Creator Days. Unten in dem Link habe ich, unten in der Videobeschreibung packe ich mal den Link dazu rein. Und genau, das ist jetzt nichts Gekauftes, sondern einfach nur, dass wir die für dieses Jahr einmal testen können. Und ja, wir haben sowieso schon lange überlegt, wann die Investition in einen Verschieberahmen kommt. Und Andi und ich haben uns gut verstanden, der war heute leider nicht mit. Der hat mir den Vorschlag gemacht und ich kann es einfach nur nochmal wiederholen. Das kommt alles nur wegen euch, weil ab und zu ein paar von euch sich denken, auf diesen Button zu drücken. Einfach kurz abonnieren und das war schon. Das pusht meinen Kanal, dadurch werden die Leute auf mich aufmerksam und dann kommen so eine geile Sachen zustande. Ich kriege das Grinsen nicht raus aus dem Gesicht, wirklich. Genau, jetzt nur das Ding. Er hat gefragt, ob wir das einmal ein bisschen abwaschen können. Da war sich nicht sicher, ob bei Leipzig irgendwo Salz auf der Straße war. Und ihr kennt das Problem, unser Hochdruckreiniger ist kaputt. Deswegen einfach nur ein bisschen mit Wasser. Ja, wir haben Chrome gleich gemerkt. Oben die Hackschare und hier unten, wir haben ja in der Mitte eine Doppelgasse. Ja, ich habe schon gesagt, entweder müssen wir mit der Flex ran oder andere Schare. Die sind deutlich schmaler. Hier das äußerste Schar, genauso wie da. Hier haben wir ein noch schmaleres Schar. Allerdings, wenn ihr meine anderen Videos geguckt habt, dann seht ihr, dass wir hier in der Mitte ein Schar haben, was wirklich nur in der Mitte ist. Weil das mit dem Drillen dann doch manchmal zu ungenau ist, beziehungsweise da ist es ja starr. Aber ja, wir haben gemerkt, dass wir mit so einem Schar einfach zu viel kaputt machen. Aber ich glaube nicht, dass sie wollen, dass wir da mit der Flex rangehen. Deswegen werden die uns schon noch so eine, die haben gesagt, so eine 4 cm Schare. Die kommen nochmal nach. Ja, eine Oberlenkerkugel habe ich gerade eben auf der Schnelle auch nochmal mit abgeschnackt. Deswegen gut. Wir holen jetzt erstmal den 6M. Da wurde ja auch schon gefragt, wann der mal wieder in Einsatz kommt. Und ja, bauen das gute Stück mal an. Unterlenker auch noch. So, zwei schöne Kugeln gefunden. Und wir wollen ja ehrlich bleiben hier. Das ist so das Erste, was mir jetzt aufgefallen ist. Auch hier vorne Oberlenkerbolzen. Ist alles sehr eng. Aber ich muss auch sagen, es ist mir so deutlich lieber, als dass der Verschieberahmen und der ganze Kram breiter gebaut ist. Weil das ist ja immer so das Problem an einem Verschieberahmen, dass der ihm die Sicht nimmt. Und wenn der breiter ist, dann wird er auch noch schwerer. Also wenn wir ehrlich sind, Unterlenkerkugeln machst du einmal ran, dann bleibt die eh immer dran. Ne? Und hier hat es ja jeder Betrieb unterschiedlich. Manche lassen die Oberlenkerkugel immer am Oberlenker, der andere lässt sie drinnen. Also ja, wie gesagt. Dadurch ist das Teil, glaube ich, auch noch mal deutlich leichter. Die ganze Hacke wiegt tatsächlich 2 Tonnen. 2 Tonnen 80 Kilo, wenn mich nicht alles täuscht. Und auf dem Zettel stand irgendwas von Nettogewicht 1400. Ich weiß nicht, was netto ist, weil das ist eigentlich Verpackung. Ich habe Michael gefragt, der meinte 40 Kilo Verpackung Material. Also er weiß auch nicht, was da gerechnet wurde. Wir vermuten jetzt, dass das der Verschieberahmen ist. Also alles unglaublich leicht. Denn kann man auch damit leben, dass man jetzt einmal das Problem hat, dass hier eng ist. Ist vielleicht aber ein bisschen doof, dass ich mit dem Trecker hier jetzt schon vorgefahren habe. Jetzt ist es halt nochmal deutlich komplizierter für mich. So, das meine ich mit ein bisschen eng. Also könnt ihr euch ja jetzt selber eine Meinung bilden, ob das jetzt ein Problem wäre oder nicht. Ich denke eher nicht. So, Hacke ist dran. Ganze Kabelgedöns lasse ich mal jetzt noch ab. Wir müssen hier auch aufpassen mit den Kotflügeln, dass das alles auch passig ist. Und dann können wir das gute Ding mal hier aus dem Weg fahren. Ja, die Stützen müssen natürlich noch ab.
So, und ich weiß ja genau, dass ihr alle eh nicht auf den Link da unten klickt. Vielleicht so die einen oder anderen, die wenigen, die sich wirklich dafür blendend interessieren, weil im Einsatz können wir die jetzt natürlich noch nicht zeigen. Der Hafer ist ja noch nicht mal aus der Erde. Deswegen, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Die ersten Sachen, die mir auffallen, die deutlich anders ist, natürlich der Verschieberahmen. Das ist das große Ganze, worauf ich mich am meisten freue, das Ding wirklich im Einsatz zu haben, weil ich kann einfach geradeaus fahren und die Hacke macht hinten alles. Das ist, wie gesagt, alles in dem Link unten, habe ich schon einen Stresstest gemacht. Ansonsten, neben dem Schar, was ich vorhin schon gezeigt habe, ist das dir vielleicht aufgefallen? Das sind Anhäufelschare. Quasi da kann ich gleich einen Damm werfen. Wir machen hier ganz kurze Schnelldurchführung. Hier hinten habe ich auch einen Striegel, den kann ich natürlich auch alles hochfahren. Das Schöne ist, wir haben hier Rasten oder hier so, ne? Wisst ihr, was ich meine? So, dass ich die Hackschare einrasten lassen kann, wenn ich die verstelle. Und ein Schnellwechselsystem, da muss ich mir auch nochmal selber mein Video angucken. Das geht ohne Werkzeug, eigentlich irgendwie so. Aber ja, ich brauche beide Hände dafür, merke ich. Ja. Hinten haben wir Werkzeugkasten, hier haben wir was zum Hackschare aufbewahren. Hier haben wir natürlich Lichter, hier kommt noch die Kamera jetzt ran, die ist momentan nicht dran, dass wenn irgendwer sehr motiviert ist, auch in der Nacht hacken kann. Beziehungsweise, warte mal, es gibt ja auch, das ist jetzt, macht das für uns, ja, perfekt. Man kann die Hacke auch mit so einem Spritzelement kaufen, so dass du hier quasi direkt eine Düse hast. Das macht für uns natürlich gar keinen Sinn und ich glaube, da gibt es ja auch so manche Pflanzenschutzmittel, die UV-Licht nicht abkönnen. Weiß ich nicht, korrigiert mich bitte, wenn ich da verkehrt liege, aber wahrscheinlich gibt es manchmal gar keine andere Möglichkeit, außer im Dunkeln loszufahren und dann ist sowas natürlich am besten, ja, und kannst sehr viel Pflanzenschutzmittel einsparen. Gut, wie gesagt, abgespritzt werden muss sie noch. Jetzt gleich geht es hier erstmal weiter mit LKW, der wollte heute Nachmittag kommen, ist jetzt. Wir haben 7:07. Ha, ja, wann kommt er? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. So, ganz genau. Wir haben den Anhänger da und nächsten Tag auch. Ich habe die Dinger hier schon festgezurrt, ne? Wie sagt man so schön? Die gehen nirgendwo hin. So ein bisschen auf Nummer sicher, ne? Hier unten auch nochmal jeweils. Hier hinten, der muss ein bisschen enger gemacht werden. Aber das sieht so ganz gut aus. Eigentlich will ich nur 2 Tonnen haben. Die Kiste ist Reserve, falls irgendwie da doch ein bisschen zu viel wird. Und genau, die Hacke ist jetzt da. Hatte ich ja noch gesagt, die haben wir sauber gemacht. Ja, sieht schier aus, ne? Gut, wir fahren los. Wir sind jetzt erstmal 2 Stunden on the road. So. Hat alles geklappt. Erst wurde mir gesagt, ich soll mir nur 2 Kisten draufstellen. Den Rest kann ich lose in den Anhänger kippen. Ihr seht ja, was der Rest ist, ne? Das wäre, glaube ich, ein bisschen scheiße geworden. Ja, abladen ist jetzt angesagt, in der Halle stellen. Die sind nämlich, fühlen sich doch gar nicht so kalt an. Dann kommen die, glaube ich, doch nicht aus dem kalten Lager, ist ja auch ganz gut. Ja, die Kiste noch umladen, weil morgen geht es wieder los, neues Pflanzgut holen. Oh, da rennen die beiden Konsorten. Ja, die Hühner freuen sich immer sehr, wenn Mama gekochte Kartoffeln vorbeibringt.
Ja, da ist Strami ein bisschen am Meckern. Der will seine Kartoffeln fressen und ich bin da mit der Kamera in der Nähe. Das nervt. Gut, Spanngurte sind quasi lose. Die muss ich ja nicht komplett losmachen, weil ja eh wieder Kisten raufkommen. Die da unten noch und dann können die auch ab. Na komm hier. So, ich hole mir hier gerade noch eine leere Kiste, weil ja anstatt zwei Kisten, drei Kisten mitgenommen habe und wir von unseren alten, ihr habt ja die Kisten gesehen, das waren alte 1-Tonnen-Kisten. Das waren sehr alte Kisten, die sind da in dem linken Tor, hinter dem linken Tor, da sind die versteckt und das war schwer, da noch heile Kisten rauszufinden. Deswegen hatte Konrad nämlich gestern 4 Kisten rausgestellt, sprich die eine halbe Kiste werde ich hier reinkippen, damit ich morgen wieder 2 Kisten mitnehmen kann. So, das war's schon. Die werden jetzt noch schön nach vorne rangeschoben, festgezurrt. Da die Kiste, die wird noch reingestellt. Das ist immer ein bisschen blöd. Eigentlich will man eine Kartoffel so wenig wie möglich bewegen. Deswegen ja, ging jetzt halt nicht anders. Und ich habe so gekippt, einfach damit hier nicht so viel daneben läuft. Oder daneben rollt, besser gesagt. Ich glaube, das war's heute hier mit Film für mich. Viel mehr passiert hier nicht. Ich schmeiße euch hoch, fange euch morgen und wir machen hier noch weiter. Bis dahin. Moin! Nächster Tag. Konrad und ich sind am Striegeln. Wir haben jetzt schon Nachmittag und ganz genau. Ihr habt es schon gesehen. Ich habe endlich meine schnelle Brille wieder. Die habt ihr ja garantiert sehr vermisst. Gehen ja hier die Meinungen ein bisschen auseinander. Aber die Sonntage kommen ja. Die Sonnentage oder die Sonntage? Die Sonnentage, die kommen ja jetzt noch. Genau, ich war heute Vormittag nochmal wieder los, ein bisschen Pflanzgut holen. Da hat Carsten Konrad das Blindstriegeln schon einmal gezeigt. Und jetzt geht's hier in Dinkel. Hier war vor einer Woche knapp Carsten mit dem Güllefass, hat der Gülle raufgefahren. Und danach mögen wir das nicht so. Wir haben es einmal probiert, aber wir mögen es nicht direkt danach mit einem Striegel durchzufahren. Gerade auch, weil hier die Fahrgassen sehr mitgenommen sind. Und wenn wir danach über das Frisch, also wirklich, wirklich frisch gegüllte, rüberfahren, dann ziehen wir mal einen Teil mit raus, weil das dann quasi am Rad haften bleibt. Ja, deswegen haben wir jetzt eine Woche gewartet. Morgen ist wieder mal Regen angesagt, 90% Wahrscheinlichkeit, da kommt einiges runter. Deswegen ist es hier jetzt auch so ein bisschen doof, aber heute soll es noch trocken bleiben. Eigentlich sind heute auch fast 20 Grad angesagt. Also, weiß nicht. Es ist warm, aber die Sonne ist nicht da. Das wäre noch schöner. Deswegen fahren wir hier gerade durch. Wir haben den Striegel relativ stark eingestellt. Ich kann euch gleich alles noch einmal zeigen. Konrad macht jetzt noch die Bahn zurück und dann fährt er wieder nach Hause. Da steht das Auto. Der baut uns nämlich gerade neue Anfahrblöcke für Kistenabladen beim Anhänger. Ist aber ein anderes Thema. Also, Striegel relativ stark und möglichst langsam fahren. Also so, ich habe mir jetzt gesagt, 4 bis 6 km/h. Ja, sobald man schneller wird, muss man Striegel ein bisschen lockerer machen. Wir sehen hier auch, dass das teilweise sogar fast ein bisschen zugeschüttet aussieht. Aber der sollte hier auf jeden Fall wieder hochkommen. Und ich hatte es ja auch schon mal gesagt, zur Not kann man es auch machen, dass man wieder entgegengesetzt zurückstriegelt. Dann macht man einen Striegel ein bisschen lockerer, aber dadurch richtet man auch alles wieder auf. Hier ist auch einiges an Krautdruck. Aber viel, okay, naja. Ja. Ist einiges los, ein bisschen was hängt noch drin. Also wir waren ja auch mit der Rollhacke, aber konnten danach nicht 2 Tage danach mit dem Striegel durch. Wegen dem Wetter mal wieder. Und das ist, die Fläche heißt Schwesgau-Kanal, weil da vorne ein Kanal ist. Wenn wir da vorne in der Ecke gucken, da steht noch Wasser. Und, nee, warte mal, wo war das?
Hier, da seht ihr, so einen kleinen Bogen muss man machen, wir da auch so eine kleine Pfütze stand. Und ja, der Rest der Fläche geht aber. Ich halte jetzt mal ein bisschen den Sappel, dann können wir mal hier zugucken. Da könnt ihr richtig sehen, wie tief die Zinken richtig in den Boden reingehen. Aber wenn wir jetzt hier gucken, das hält alles noch fest. Ich muss sagen, eigentlich ist das, bis auf das morgen Regen angesagt ist, ist das ein sehr guter Zeitpunkt hier gerade. Worauf man jetzt halt auch immer achten muss, ist, dass man sich die Zinken anguckt. Das habe ich Konrad auch gesagt vom Trecker. Dann muss man nicht jedes Mal absteigen, aber man muss schon pro Fläche mindestens 3-4 Mal absteigen und einmal kontrollieren. Und ansonsten achtet er jetzt auf die Zinken, ob da ein bisschen was vom Dinke drinne hängt. Dann muss man nämlich was verändern. So, und außerdem war ich gestern, ich habe da nämlich doch nicht Feierabend gemacht, ich war gestern nochmal los zum Blindstriegeln. Unsere Gerbsen erste, Digga, unsere Gerste Erbsen, da hat auch einer gefragt, warum wir das überhaupt machen. Ich weiß gar nicht, ich blende jetzt mal was ein. So, ich hoffe, man versteht mich. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Hier könnt ihr die Erbse sehen. Hier sehen wir so ein bisschen Gerste rausgucken. Hier ist wieder eine Erbse. Und der Striegel ist auf. Eins gestellt. Ganz schlaff. Und so muss es hier hinten dann auch aussehen. Die dürfen nicht abgebrochen sein. Und wenn ich jetzt hier so rüber gucke, sehe ich auch nichts. Da ist doch was. So, ich habe jetzt hier noch weitergemacht. Wir sind langsamer geworden. 7 bis 8 km/h. Vorhin war ich da vorne und habe geguckt, wie tief wir sind. Ja, das war ja aber auch mit das erste Mal rum. Da hatte ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, dass es flacher ist. Wir können jetzt noch mal gucken. Aber selbst wenn ich hier ab und zu mal noch eine Erbse gesehen habe, die rausgeguckt habe, ist die diesmal nicht abgebrochen. Da hier haben wir gleich sogar was. Die gucken hier gerade raus, da ist sogar direkt der Striegel drauf gelaufen. Deswegen fahre ich jetzt halt auch ein bisschen langsamer. Man könnte denken, dass das hier gar nichts bringt mit dem Striegel. Allerdings, ja, habe ich schon mal irgendwann gesagt, Unkräuter bekämpft man am besten, wenn man sie noch nicht sieht. Sowas hier, das wird man jetzt nicht rauskriegen. Ich will jetzt auch gar nicht so viel filmen, weil ich kein richtiges Mikro mit habe. Ich mache die Fläche jetzt mal fertig und ist hart an der Grenze, was ich mache. So, und genau so sah es da nämlich aus und ich hoffe, man hat es verstanden. Gut, Konrad schicke ich jetzt nach Hause. Wir können hier einmal nochmal die Zinken angucken. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Hier hängt kein Dinke zwischen, alles nur Kraut. Ganz vereinzelt sieht man mal was. Aber das gefällt mir eigentlich so ganz gut. Ich mache jetzt weiter, wir haben einiges auf der Liste und wir sehen uns später. So, wir sind fertig. Das ist die Fläche und hier vorne ist das nasse Loch, was ich ausgelassen habe. Wenn ihr da hinguckt in die Spur, da seht ihr auch noch ein bisschen matschige. Ne? Links, rechts gucken. Ich wollte euch nämlich einmal noch mal schnell zeigen, ich habe wieder die Drohne nicht mit. Aber wie das immer so schön aussieht, wenn das so gestriegelt ist. Ich hoffe, das kommt jetzt auch auf der Kamera rüber. Also ich bin ehrlich, ich bin hier wieder guter Dinger. Ach, guter Dinger, gute... Ich bin hier gute Dinger. Guter Dinge. Also ich bin ehrlich, ich bin da guter Dinge. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe. Das war jetzt der dritte Versuch. Ist mir jetzt auch egal.
Und zwar sieht das da immer gut aus, ist ein guter Boden. Das Kraut, ihr habt es gerade eben oder am Anfang gesehen, als ich Konrad gefilmt habe, wie der Striegel richtig reingegangen ist und ich ja, schön Kraut rausgekriegt habe. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Wir werden es dann letztendlich erst richtig sehen, wenn wir mit dem Drescher drin waren. Wir sind unterwegs zur nächsten Fläche. Ja, viel spannendes ist da auch nicht. Das ist eine Fläche, in der ich beim letzten Vlog war. Da habe ich beim am Ende gesagt, guck mal, da hinten steht noch Wasser. Da fahren wir jetzt hin, aber wir fahren nicht auf den Part, wo die Pfütze stand, logisch, sondern den Teil davor, da hatte ich auch schon gesagt, war ich mit der Rollhacke. Ist so im Prinzip nichts anderes als das da, deswegen nehme ich euch erst nachher wieder mit, wenn wir nochmal Blindstriegeln fahren. Bis später. So, ganz kurzer Tipp, habe ich gedacht, zeige ich euch mal fix. Ich bin hier gerade an der Außenkante im Gange. Öldruck, blau ist da einklappen, das ist aufgeteilt. Eine Seite, also hier, ich habe jetzt gerade auf blau rechte Seite ein ausklappen und auf drei braun habe ich linke Seite. Der klappt nicht in eins ein, ist ein bisschen komisch, aber ist so. Auf jeden Fall, da hängt jetzt so viel Astkram und eigentlich geht das immer ab mit so ein bisschen Schütteln. Ja. So super geht's ja nicht, also muss man manchmal doch richtig. Oh, da hängt ja doch einiges. Mann! Ich dachte, ich kann ja jetzt fürs Video so cool zeigen. Ah, doch. Da habt ihr gesehen, ist schön abgefallen. Oh, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Vielleicht war auch hier das Ding voll im Weg. Man muss halt immer nur überlegen, wie oft man es macht und wie doll man es macht. Also da guckt man, wie viel Stöckerkram da hängt. Das ist nämlich das beim Außenrum, muss man oft darauf aufpassen, weil, könnt ihr ja vorstellen, wenn es da zwischen den Zinken alles hängt, dann kann der Zinken nicht mehr optimal sich den Weg an der Kultur vorbeisuchen. Ja, keine Ahnung, ob ich das überhaupt mit reinnehme. Das war jetzt doch nicht so optimal, wie ich wollte. So, wie ihr seht, Sonne geht langsam unter. Wir sind am Blindstriegeln. Das ist die Fläche, die Konrad mit Carsten heute Morgen gemacht hat. Den Part da lasse ich noch aus. Da hat Carsten erst vor einer halben Woche neu angesät, beziehungsweise ja, da war vorher noch zu nass und deswegen wurde da jetzt erst gesät. Da hat der Hafer noch überhaupt nicht weit gekeimt. Ja, hier ist es jetzt das zweite Mal heute, weil hier ein sehr hoher Krautdruck war und ist auch immer so ein kleiner Mehreffekt, wenn du erst striegelst, dann noch ein bisschen wartest und dann nochmal striegelst. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, Sonne geht unter und genauso geht auch mein Video jetzt hier zu Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Und wenn ihr einer von den beiden Leuten da seid, die mir gerade am Ackern zugucken, schreibt mal gerne in die Kommentare. Liebe Grüße gehen raus, finde ich ja witzig sowas. Kleine Crowd hier beim Striegeln. Ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Also ich bin ehrlich, ich bin hier wieder guter Dinger. Ach, guter Dinger, gute... Ich bin hier gute Dinger. Guter Dinge. Also ich bin ehrlich, ich bin da gute Dinge.